Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Internationalen Bibellehrdienst. Klare, gesunde und praktische Bibellehre von Derek Prince. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Glauben, Leben, Wissen, hier aus den Azar-Studios in Troisberg. Hallo, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Den Glauben zu leben und dabei zu wissen, dass Gott immer für Sie da ist, ein Vorrecht und eine Herausforderung zugleich. Wir wollen Sie heute mit diesen Themen dazu ermutigen. Brennpunkt Israel, 13. Sächsische Israel-Konferenz in Leipzig, unter der Leitung von Wilfried Gotter, Sächsische Israel-Freunde e.V., sammelten sich Hunderte von Israel-Freunden aus ganz Deutschland unter dem Thema Jerusalem, Stadt des großen Königs. Die Bibel und der Alltag. Robert Tomaschek, Pastor der christlichen Glaubensgemeinde in Troisberg, nimmt uns wieder mit auf die Reise zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Heute mit dem Thema, wie komme ich zu einem lebendigen Glauben? In Leipzig versammelten sich Hunderte Christen zum Thema Jerusalem, Stadt des großen Königs. Archäologische Berichte und beeindruckende Modelle der Stiftshütte, des Tempels Salomons und des Tempels des Herodes machten das Thema lebendig. Wir waren mit unserem Azar-Team für Sie dabei. Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Das Thema Israel war lange Zeit eher am Rande der Wahrnehmung der Gemeinde Jesu. Dank der Arbeit der Sächsischen Israel-Freunde e.V., rückt das Thema immer mehr ins Augenmerk des Leibes Christi in Sachsen und darüber hinaus. Matthias Hampel von den Sächsischen Israel-Freunden stellte mit exzellenten Modellen der Stiftshütte, des Salomonischen Tempels und des Herodianischen Tempels Jerusalem, die Stadt des großen Königs, auf sehr eindrucksvolle Weise den Konferenzteilnehmern bildlich vor Augen. Die Stiftshütte wurde gebaut, nach genauen Anweisungen von Gott durch Mose vermittelt. Sie begleitete das Volk Israel als Ort der Gegenwart Gottes durch die Wüstenwanderungen, in das verheißene Land hinein und bis zum Bau des Tempels Salomos. Der erste Tempel von Salomo gebaut, stand in Jerusalem bis zu seiner Zerstörung durch den babylonischen König Nebukadnezar. Herodes der Große baute den zweiten Tempel. Dieser prägte das geistliche Leben in Jerusalem zu Jesu-Zeiten und wurde etwa 70 nach Christus von den Römern endgültig dem Erdboden gleichgemacht. Wilfried Gotter, Leiter des Dienstes der Sächsische Israel-Freunde, moderierte das Event auf sehr erfrischende, humorvolle, aber doch durchdringende Art. Ich las neulich, ein Huhn und ein Schwein leben in einer sehr armen Gegend. Sie machen sich Sorgen um die hungernden Kinder an diesem Ort und möchten gerne eine Lösung schaffen. Beiden gelingt es aber nur sehr schwer, eine gute Lösung zu finden, und so wollen sie noch eine Nacht drüber schlafen. Des Morgens kam das Huhn gackern zum Schwein und das Schwein ahnte, das Huhn hat eine Lösung. Die Lösung, die das Huhn brachte, war folgende: Du liebes Schwein, wir geben diesen armen, hungernden Kindern Schinken mit Ei. Das Schwein wurde sehr nachdenklich und sagte zum Huhn: Du liebes Huhn, für dich ist das eine Spende, für mich ist das vollkommene Lebenshingabe. Ich denke, so ist das manchmal auch mit unserem Christenleben. Viele leben ihren Einsatz für die Dinge des Reiches Gottes als Spende, aber nicht mit einer vollen Lebenshingabe. Und die Folgen, die sind uns allenthalben bekannt. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich jemanden getroffen habe und das ausgerechnet auch noch im Nahen Osten und das ausgerechnet auch noch unter Palästinensern, der sein Leben eigentlich nicht als Spende lebt, sondern als volle Hingabe an den Sohn Gottes. Und wie es dazu gekommen ist, das wird er uns heute Abend selbst erzählen. Herzlich willkommen nochmal Tass Saada,
ein ehemaliger Kämpfer für Arafat und jetzt ein noch viel, viel besserer Kämpfer für Jesus. Herzlich willkommen. I will share with you about how I learned to hate Jews. Ich werde euch mitteilen, wie ich dazu gekommen bin, die Juden zu hassen. Then I'll share with you how I learned to love Jews. Und dann werde ich euch sagen und erzählen, wie ich gelernt habe, die Juden zu lieben. I was born in the Gaza Strip in 1951. Ich wurde 1951 im Gazastreifen geboren. How did I learn to hate Jews? Wie habe ich gelernt, die Juden zu hassen? I didn't have to be taught to hate Jews. Ich musste nicht darin erzogen werden, die Juden zu hassen. By the nature of growing up as a Muslim reading the Quran. Nur weil ich als Muslim aufgezogen wurde und den Koran gelesen habe. And by the nature of my birth as a Palestinian. Und eben weil ich als Palästinenser dazu noch geboren wurde. Naturally I grew up to hate Jews. Und so kam ich dazu, die Juden zu hassen. Because I believe they are the ones who caused me to be an immigrant and a refugee. Weil ich daran geglaubt habe, sie haben ja mich dazu gebracht, ein Flüchtling, ein Heimatloser jetzt zu sein. I was trained on many different weapons. Ich habe mich ausbilden lassen in vielen Waffengattungen. But the one that I was specialized in was the sniper gun, sniper rifle. Aber da, wo ich spezialisiert wurde, das war der Scharfschütze. After being with the movement for 3.5 years, nachdem ich 3.5 Jahre bei der Truppe um Arafat war, my father discovered where I was. Hat mein Vater endlich herausgefunden, wo ich war. And he talked to me, he called me and talked to me to come back to Qatar. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, du kommst jetzt nach Katar. Because my mother was very ill. Weil meine Mutter sehr krank war. I believe God's hand was on me even then. Und ich weiß, Gottes Hand war auch in diesem Moment auf mir. That was 2 days before the war between Jordan and the Palestinians broke out in 1970. Das war 1970, nur 2 Tage bevor der Black September, der schwarze September ausbrach, Krieg zwischen Jordanien. At the time, I was stationed in the woods right across from the Israel. Ich war im Gebüsch im Jordangraben stationiert. An Israeli Air Force came and burned down all the woods there with napalm. Und da kamen die israelischen Kampfjets und haben Napalm auf meine Freunde geworfen. All my colleagues that were in the woods there were burned down. Alle meine Kameraden sind im Napalm verbrannt. Now that I'm saved and I look back at these days and realize that God's hand was even on me then. Und ich weiß, wenn ich zurückschaue, Gottes Hand hat mich da herausgebracht. Dass er war immer bei mir. Charlie comes March 13, 1993. Und Charlie kam im März 1993. He comes to dinner. Er kommt abends ins Lokal. At 8:30 that night, I walk straight to him. Um 8:30 Uhr am Abend, ich bin sofort auf ihn zugegangen. I go on my knees by his table and begging him to tell me about the connection that he had. Und ich bin sofort, habe mich niedergekniet vor seinem Tisch und habe ihn angefleht, sag mir, was hat's mit dieser Beziehung auf sich? He said, Taz, get off the floor. Und er sagte mir nur, Taz, steh bitte jetzt auf wieder. Your customers think you're crazy. Deine Gäste, die denken, du bist verrückt. I said, I don't care, I am going crazy, I need to know. Aber ich sagte ihm, ich bin verrückt. Ich muss es wissen. He said, okay, just call me tomorrow and we'll get together and I'll tell you about it. Okay, ich erzähl's dir, aber nicht hier. Morgen komme ich und hol dich ab. Then he said to me something that really drove me crazy, I think. Und dann hat er mir etwas gesagt, das mich wirklich total aus der Rolle brachte. He said, Taz, to have the peace that I have, you must love a Jew. Weißt du, Taz? Um den Frieden, den ich habe, zu bekommen, da musst du einen Juden lieben. I literally froze.
Ich bin buchstäblich zu Eis erstarrt. Charlie knew how much I hated Jews. Charlie wusste doch, wie sehr ich die Juden hasste. But I thank God for friends that are willing to tell you the truth, no matter what the cost is. Aber ich sag euch, ich danke heute Gott für solche Freunde, die einem die Wahrheit sagen, auch wenn es vielleicht dann die Beziehung kostet. Jerusalem, damals wie heute, eine faszinierende Stadt. Genauso muss man im Leben oft tiefer graben, um an die Wahrheit zu kommen. Wie komme ich zu einem lebendigen Glauben? Was hat diese Frage und dessen Antwort mit meinem Leben zu tun? Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Glaube lebt. Wir freuen uns, dass Sie uns heute eingeschaltet haben. Wir wollen uns heute auseinandersetzen mit der Frage, wie komme ich zu einem lebendigen Glauben? Gibt es einen lebendigen Glauben? Wie komme ich zu einer lebendigen Beziehung mit Gott? Vor einigen Jahren war ich weit entfernt von Gott. Ich habe mir gedacht, gibt es einen Gott, gibt es keinen, wie komme ich in Beziehung zu ihm? Und ich machte mich auf die Suche. Ich fragte Menschen, die zu mir sagten, sie haben eine Beziehung zu Gott, wie sie denn diese Beziehung bekommen haben. Menschen, die stark glauben, Menschen, die gebetet haben. Bis mir einmal jemand über Jesus Christus erzählte. Eine Bekannte sagte, ich habe Jesus Christus kennengelernt, er ist lebendig in meinem Leben, ich kann mit ihm sprechen, er spricht zu mir. Das war sehr, sehr komisch für mich. Aber es machte mich auch neugierig. So habe ich mich auf den Weg gemacht und auf die Suche nach Jesus Christus. Eben genau diese Freundin hat mir eine Bibelstelle gezeigt, die ich jetzt mit Ihnen zusammen lesen möchte, im 1. Johannes, Kapitel 5, Verse 11 bis 13. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Gott aber hat ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Wer also dem Sohn vertraut, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat das Leben nicht. Ich weiß, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch nochmal erinnern, dass ihr das ewige Leben habt. Wer also den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und ich stellte mir die große Frage, habe ich den Sohn? Habe ich Jesus Christus? Natürlich wusste ich, dass es Jesus Christus gibt. Aber hatte ich eine Beziehung zu Jesus Christus? Kannte ich ihn persönlich? Und diese Frage musste ich eindeutig mit Nein beantworten. Aber Jesus Christus ist gekommen, damit wir Leben haben und es in Fülle haben. Dieses Leben in Fülle wollte ich kennenlernen. Dieses Leben in Fülle konnte ich sehen an meiner Bekannten, die eine lebendige Beziehung zu Jesus hatte. Unsere Reihe heißt Glaube lebt, lebendiger Glaube im Alltag. Wie kommt man zu lebendigem Glauben? Durch eine Beziehung mit Jesus Christus. Nun, wer ist dieser Jesus? Schauen wir, was die Bibel über das sagt, wer Jesus Christus ist. Im Johannes Kapitel 4, Vers 25 und 26, die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Er wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin der Messias. Ich und der Vater sind eins. Eine Frau sagt zu Jesus, ich weiß, dass der Messias kommt, und Jesus erklärt ihr, ich bin der Messias. Du sprichst mit ihm. Er ist der Erretter. Er ist derjenige, der etwas für uns vorbereitet hat. Er ist derjenige, der gekommen ist, damit wir ein Leben haben können und in neuer Qualität leben können. Eine ganz andere Art von Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Die DVD dieser Serie Glaube lebt finden Sie auch online in unserem Azar-Shop unter azarnet.de. Sie können Ihre Fragen oder Anliegen auch direkt per E-Mail an Pastor Tomaschek schicken unter office@glaube-lebt.de. Das war's unsererseits. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion auf die heutige Sendung. Besuchen Sie uns dazu im Internet unter azarnet.de. Dort finden Sie weiterführende Informationen zur heutigen Sendung sowie einige Bücher, Musik-CDs und DVDs, die Ihnen in Bezug auf Glaubensfragen weiterhelfen können.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Glauben, Leben, Wissen. Empfehlen Sie uns weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.